Jo, was geht? Willkommen zu Alle gegen Present Teambuilding Nummer 2. Es geht ran gegen das Team vom guten Buddha Broad. Das wahrscheinlich defensivste Team hier in dieser Liga, würde ich fast schon sagen. Aber nein, es ist tatsächlich keine Liga wie eine normale Draftliga. Aber ihr kennt es mittlerweile hoffentlich, was Alle gegen Present ist, das Zuschauerformat. Hier kommen die Teambuildings auf Press. Wenn ihr noch kein Abo dagelassen habt, lasst es gerne da. Wenn ihr Bock habt, auch generell auf den Content, der in nächster Zeit hier so kommt, Pokémon-mäßig, vor allem nach meinem Umzug, viel Showdown-Content, Road to Pro und alles drum und dran. Und auf dem Hauptkanal kommen dann immer die Kämpfe, dienstags und donnerstags. Und ich würde sagen, wir legen auch direkt mal los, indem wir kurz auf das Team vom guten Buddha Bro schauen. Wir haben da ein Team bestehend aus. Und natürlich hier auf der linken Seite sieht man es, by the way, und auf der rechten Seite mein aktuelles Team, weil ich ja Katapultra ausgetauscht habe oder eingetauscht habe für Restadero. Weil wir, Achtung, Spoiler, den ersten Kampf gewonnen haben. Wir haben auf Buddha Broad Seite ein Agostella, Wulaosu in der fließenden Form. Wir haben ein Lashoking, Toolkiss, X-Bud, genauso wie Flampivian, Roserade, Stalos, Illvoltek, Pumpkin in der XL-Form und Vulpix. Und das Wilde ist, es kann tatsächlich ein Sonnenteam mitkommen. Also wirklich, der Chor aus Vulpix, Roserade und Flampivian könnte mitkommen. Weil Roserade natürlich auch Meteorologe in der Sonne einsetzen kann und damit wird es zu einer sehr effektiven Feuerattacke gegen sowas wie Cherox. Also nicht gerade ungefährlich, dieses Ding. Also wenn er mitkommt, eieiei. Aber tatsächlich habe ich nicht unbedingt jetzt extrem viele Checks dagegen eingebaut, weil ich mir auch nicht sicher bin, ob jetzt extra Slots für sowas wie Vulpix verschwendet werden. Ich meine, das könnte mitkommen, ja. Davor muss ich aufpassen. Ich habe ja auch tatsächlich keinen Wetterkrieg angezettelt. Das ist schon mal ein kleiner Spoiler. Ich habe kein Regenteam dabei. Aber ja, mal gucken, wie das wird. Ich rechne aber auf jeden Fall mit sowas wie Wulaosu. Das kommt safe mit. Also sowas von safe. Ich rechne auch relativ safe mit Lashoking und Togekiss. Roserade könnte mitkommen. Flampion könnte mitkommen. X-Bud könnte mitkommen. Agrostella könnte mitkommen. Ja, Stardust könnte mitkommen. Wahrscheinlich wird Stardust sogar mitkommen müssen. Weil Elektroimmunität, es können auch Pumpkin mitkommen als Check für Alola Raichu. Aber Stalos muss eigentlich fast schon mitkommen. Oder halt Illvoltek, eins von beiden. Also eine Elektroimmunität muss mit, weil er hat so eine krasse Elektroschwäche. Schaut euch die ersten 5 Pokémon an, die haben alle eine Elektroschwäche. Ja, und Vulpix, mal gucken. Deswegen würde ich sagen, gehen wir auf mein Team ein und die Elektroschwäche wollen wir natürlich direkt ausnutzen. Mit Terrain Extender, also Feldbeschichtung, Skabriki mal wieder. Genau wie in dem ersten Kampf, diesmal aber tatsächlich physisch defensiv investiert und nicht speziell defensiv. Wir werden bestimmt auch mal ein offensives Kabriki spielen, aber in den ersten beiden Matchups hat sich so ein supportendes Kabriki, finde ich, im Teambuilding ein bisschen angeboten, denn der kann von sich aus Druck aufbauen mit Donnerblitz, weil 5 Pokémon da oben haben eine Elektroschwäche, ne? Klar, das wird auf jeden Fall Druck aufbauen. Plus wir haben Sturzflug für sowas wie Roserade, weil Roserade hat keine gute Spezialverteidigung, physische Verteidigung, hat eine gute Spezialverteidigung, so rum. Und da können wir dann mit Sturzflug agieren und sehr gut Schaden machen. Potenziell so einen Kill setzen, wenn da ein bisschen Chip vorher drauf gekommen ist. Dann haben wir natürlich noch Kehrtwende. Klar, wir wollen Momentum haben. Wir wollen aber nicht auf Voltwechsel gehen gegen dieses Team, weil da sind 2 potenzielle Elektroimmunitäten. Das feiert man nicht so. Also, Voltwechsel gegen die ersten 5 Pokémon ist cool. Voltwechsel gegen Stalos, eher uncool. Da setzen wir einen Kehrtwende ein. Und Ward, weil ich ganz gerne wieder in eine gute KP-Range kommen möchte, wenn ich schon angechippt wurde, weil Kabriki, wie gesagt, hier relativ langlebig auch sein kann. Der soll auch sowas wie Togekiss so ein bisschen checken. Der soll so ein bisschen Lashoking natürlich checken, Agostella und so weiter und so fort. Vor allem soll der aber Wulaosu auch einmal leben. Denn voll KP investiert ist Kabriki mit 124 physischem Verteidigungsinvestment ist in der Lage, ein Wahlband-Trefferschwall von einem frohen Wulaosu zu überleben. Wir sind tatsächlich auch schneller als ein Fullspeed frohes Wulaosu, dank des naiven Wesen. Wir haben plus Initiative minus Spezialverteidigung, denn die Sache ist die, den Spezialverteidigungswert brauchen wir nicht extrem. Der ist noch relativ wichtig gegen Togekiss, der soll ja den Togekiss auch ein bisschen mitchecken, aber ich will den Angriffswert hier auf jeden Fall nicht schwächen, weil ich Sturzflug und Kehrtwende nicht schwächen möchte, vor allem Sturzflug gegen Roserade. Und trotzdem kann er halt immer noch in so was wie Luftschnitt von Togekiss reinkommen. Zauberschein wird natürlich ein bisschen mehr Schaden machen. Wir haben hier dieses Plus-Init-Wesen gewählt, weil wir dadurch halt in der Lage sind, wie gesagt, Wulaosu zu uns bieten. Uns fehlt aber tatsächlich, also wir haben einen Punkt mehr als nötig.
Der Otsby mit 164 auf Level 50 schon wohl Oso. Aber wenn wir das Ganze so investieren, kommen wir halt auf mehr Spezialangriff bzw. physische Verteidigung, weil der Init-Wert ist der beste Wert und 10% von der Initiative, ihr kennt das Ganze, ne? Dementsprechend 132 Spezialangriff, 124 in der physischen Verteidigung. Wie gesagt, für dieses Investment, damit wir eben in der Lage sind, einmal Vula'ozu zu leben. Scarf leben wir den sowieso und haben dann aber noch guten Spezialangriffswert, damit wir einfach mit Donnerblitz gut Schaden drücken können gegen Pokémon wie speziell defensive Sagustella oder so. Oder vor allem auch Lushoking, was ja speziell defensiv auch ein Monster ist. Dann haben wir natürlich das Pokémon, was vom Elektrofeld profitieren soll. Wir haben jetzt logischerweise nur noch Alola Raichu, was vom Elektrofeld so direkt profitiert, weil Resadero gegangen ist. Es ist von uns gegangen. Aber schaut euch mal Resaderos Matchup an. Wäre gar nicht mal so krass. Also allein wegen Agrostella wäre dieses Matchup jetzt nicht das Beste. Ich meine, da ist auch noch Turkis. Es kommt auch noch dazu. Lushoking, physisch defensiv und so. Also Resadero, wenn ich jetzt hier diesen Matchup gehabt hätte, der wäre nicht mitgekommen. Dafür haben wir jetzt aber auf jeden Fall Raichu, was vom Elektrofeld profitiert. Weil, ja, was ist so der Switch-In? Genau. Also der Switch-In in Psychokinese und Donnerblitz ist natürlich Stalos, aber dafür haben wir Surfer. Und wenn wir dann noch einen Ränkeschmied irgendwie rausbekommen sollen, ne, auf plus 2 sind, durch das Elektrofeld dann auch schneller als alles auf dem Feld sind, den Lehmorb haben, um noch mehr Schaden zu machen, ja, dann GG, würde ich sagen. Also solange Alola Raichu schneller als alles ist, wird er sweepen können. Und das ist ziemlich, ziemlich krass. Weil auf plus 2, was kommt da wirklich noch so rein? Also speziell defensives Pumpgen vielleicht noch, dass es in der Lage Hit zu tanken möglicherweise, aber das kann ich halt anschippen mit Hazard zum Beispiel und natürlich muss ich da auf Schattenstoße aufpassen, klar, aber ich muss erstmal auch gucken, ob überhaupt Pumpgen mitkommt. Wenn er gar nicht mitkommt, ja dann Alola Raichu, GG, well played. Ne, also der sieht wirklich gut aus in dem Matchup. Vor allem haben wir hier auch tatsächlich kein Investment spielen müssen oder haben es einfach jetzt hier nicht draufgepackt, weil wir alles outspeeden, was ein Weichheit tragen könnte. X-Bud nicht, ich weiß, also X-Bud mit einem Walscher outspeeden wir nicht, aber ganz ehrlich, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit für Walscher X-Bud in die Matchup? Wenn Walscher X-Bud mitkommt, dann finde ich das tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Also würde ich sogar gerne sehen. Und wir sind schneller als Walscher Flampivian, Walscher Vula'ozu, so die gängigen Walscher-Nutzer. Turkis E, Roserade sowieso. Also ja. Deswegen haben wir dieses Investment so gewählt. Volles Spezialangriffsinvestment mit einem mäßigen Wesen. 188 KP und 68 in der physischen Verteidigung. Ich bin auf 188 KP gegangen, damit, wenn wir jetzt hier auf 196 gegangen wären, dann würden wir hier immer jede Runde 16 KP Lebenobschaden bekommen. Und das wollen wir nicht. Deswegen wollen wir nur 15 KP Lebenobschaden bekommen jede Runde. Deswegen investieren wir das so, dass wir auch nochmal was in die physische Verteidigung packen, damit wir natürlich sowas wie den Schattenstoß besser leben können, weil mit dem Investment werden wir das auch leben von einem Pumpgen. Außer es ist jetzt irgendwie Wahlband Adamant. Ich glaube, selbst dann kann ich einleben, aber dann wird der Lebenob halt so ein bisschen problematischer. Aber da muss man mal gucken. Aber ein Pokémon, was Wahlband Pumpgen so ein bisschen checken würde, aber eigentlich gar nicht dafür da ist, sondern eher für Vula'ozu, ist natürlich Jabba, das gute alte Deponitox. Mit dem Beulenhelm, mit Aftermath, also mit Finalschlag, wenn wir durch eine Kontaktattacke besiegt werden, bekommt der Gegner 25% Schaden. Boilname ist natürlich nice, weil Trefferschwein Vula'ozu, klar, der bekommt 3-mal dann Boilname Schaden, weil das ja eine Mehrfachattacke ist. Der könnte sowas wie Schutzpolster spielen, was man aktuell im OU-Tier relativ häufig sieht. Ob der spielt, wird man sehen. Aber in jedem Fall ist es nice, auch gegen andere physische Pokémon wie Flampivian. So ein Flammenblitz zum Beispiel wird natürlich insane Schaden gegen die Ponytox machen, auch wenn die total physisch defensiv sind. Aber da macht er sich Rückstoß plus Boyname Schaden. Illewoltek. Müssen wir natürlich vor Erdbeben aufpassen und so weiter und so fort. X-Bud. Vor allem da die Kehrtwinde ganz cool und so weiter und so fort. Dann haben wir Leitteiler, damit wir trotzdem ein bisschen länger leben können. So ein bisschen für Heilung. Vor allem, weil Buddha Brot viele Pokémon hat, die relativ viele KP haben und sich auch ganz gerne hochheilen. Das heißt, da haben wir dann Leitteiler für. Wir haben Toxin, natürlich einfach, um diverse Pokémon zu vergiften und da Matchups besser zu gestalten. Und in Kombination mit Fußstampfer haben wir natürlich auch noch was Gutes gegen Agrostella. Wenn Agrostella dabei ist, dann drücken wir Toxin. Bringt natürlich nichts gegen Agrostella, aber Fußstampfer ist doppelt so stark. Also, wenn Deponitox Toxin halt einsetzt und Agrostella auf den Toxin reinkommen will,
Danach können wir halt immer mit Fruststampfer gut Druck aufbauen und guten Schaden dagegen machen. Und zugleich jetzt noch Stachler, weil ich die Stachler ganz cool fand in dem Matchup. Problem ist, das Matchup ist sehr blöd gegen X-Watt. Also für Deponitox das Matchup ein bisschen schwieriger. Aber ich weiß gar nicht, ob X-Watt überhaupt mitkommt. Ich finde X-Watt gar nicht so gut in dem Matchup, wenn ich so meine Pokémon mir anschaue, die ich dabei haben könnte und die ich auch dabei habe. Weiß man jetzt nicht, ob ich den so fühle. Speziell Offensives vielleicht mit Orkan und Hitzewelle wäre eine Option. Aber selbst das hat so seine Probleme und deswegen mal gucken. Aber da muss ich halt rauswechseln. Ganz einfach, ganz einfach. Und wir haben halt Leiter, um trotzdem ein bisschen was dagegen zu tun. Plus, wenn Ruhrort kommt, dann können wir auch mit Frischdampfer dieses X-Bad treffen. Wir haben volles KP und volles Verteidigungsinvestment mit einem physisch-defensiven Wesen und vielen Spezialverteidigungen. Wie gesagt, total physisch-defensiv. Vor allem für dieses Wulaosu, für einen Nahkampf von Wulaosu, eine Kehrtwende, alles drum und dran. Das können wir gut tanken. Trefferschwall, Wahlband tut trotzdem sehr weh. Aber dafür haben wir noch eine weitere Antwort. Genauso wie Katapultra ist eigentlich tatsächlich noch eine offensive Antwort, aber gar nicht die Antwort, die ich meine. Aber generell, ich habe viele Wulaosu-Antworten eingepackt, weil Wulaosu gefährlich ist. Und ich denke auch, dass Wulaosu mitkommen wird, weil ich potenziell Regen mitnehmen könnte, was ich aber tatsächlich nicht dabei habe. Denn ich will den nicht noch weiter boosten. Wir haben Wahlbrillen, Katapultra. Denn was ist der Switch-In? Ja, gar nicht so viel. Also natürlich ist da so ein Togekiss, speziell defensives Togekiss, funktioniert da als Switch-In oder generell Togekiss, weil der hat eine gute Spezialverteidigung. Aber dafür haben wir nochmal Donnerblitz, was ganz cool ist. Wir haben Spukball, neutralen Step, der einfach sehr stark ist. Wir brauchen den Draco Meteor gegen dieses Team eigentlich nicht wirklich. Also ich fühle diesen Move nicht wirklich gegen das Team. Weil wenn ich schon mich locken möchte mit der Wahlbrille, will ich mich nicht auf eine Attacke locken, bei der ich danach immer safe rauswechseln muss. Vor allem, wenn dann noch so ein Toolkiss steht. Und wie gesagt, es gibt nichts, was ich damit wirklich krass treffe. Was ich nicht schon mit Spukball und Donnerblitz treffe. Oder halt auch noch mit Surfer. Surfer ist natürlich gut gegen dieses Stalos. Und da kann ich dann natürlich nochmal guten Schaden draufhauen. Und das nimmt man mit. Und dann nochmal die Kehrtwende für Momentum. Klar, immer ganz cool. Mit Katapultra, weil er eben so schnell ist. Wir haben 164 Initiative mit einem scheuen Wesen. Das ist so wie um ein Fullspeed X-Bud zu speeden. Denn X-Bud ist genauso schnell wie Kabrüki. Das heißt, da könnte ein Speed-Teil kommen. By the way, ich habe jetzt nicht auf X-Bud gespeedcreept, weil ich das nicht für notwendig hielt. Auf Kabrüki, da wollte ich lieber das defensive Investment haben. Dann haben wir hier volles Spezialinvestment und letzten EVs einfach 92 Stück in die KP reingeballert für ein bisschen mehr. Bulk, sorry fürs Räuspern. Da erstmal kurz einen Schluck Water. Deswegen würde ich sagen, gehen wir auch direkt mal weiter mit Bralavaz. Einen weiteren Check für dieses Wulaosu. Tatsächlich will ich Wulaosu ein bisschen aufhalten. Andererseits ist da auch sowas wie Flampivian, was sehr gefährlich werden könnte. Und Agostella wird von diesem Set natürlich auch gecheckt. Denn ich habe Gamma Hero, das Bralavaz dabei mit H2-Absorber. Ne? Kein Wassertempo, Bralavaz. Ihr seht, ich habe kein Regenteam am Start, sondern da kommt halt immer eine Agostella rein. Der macht mir nicht wirklich viel. Das ist ganz cool. Verbrennen kann er mich nicht, dadurch, dass ich H2-Absorber habe. Dann haben wir noch die Option, dieses Wulaosu, wie gesagt, zu checken, weil Wassertacken nichts machen. Wir haben die Option, Flampivian zu checken, weil Flammenblitz Aua macht. Und da haben wir Bralavaz als Check. Und deswegen haben wir auch die Überreste, damit wir nochmal ein bisschen länger leben können mit der passiven Heilung. Wir haben noch die Tarnsteine, weil Tarnsteine gut gegen das gegnerische Team sind. Also wirklich sehr gut. Er kann nur einmal Plateauschuh spielen und der Chip wird sehr wichtig sein. Vor allem Tarnsteine plus Stachler, sehr nice. So ein bisschen Hazard-Stacking. Wir haben Eishieb dann am Start, weil damit treffen wir Togekiss, wir treffen damit X-Bud, wir treffen damit Roserade und in der Theorie natürlich auch Pumpkin. Wir haben Erdbeben als Step, vor allem wichtig gegen Agostella und Abschlag, damit wir Items weghauen können. Plateauschuh zum Beispiel oder generell jegliches Item, was so auf den Pokémon sein kann. Und deswegen kommen wir damit, glaube ich, dann ganz gut zurecht. Wie gesagt, voll physisch defensiv, gar kein besonderes Investment, fast notwendig schon gegen dieses Team. Einfach nur, damit Bralavaz so ein paar Pokémon checken kann, die sehr, sehr gefährlich aussehen. Und zuletzt haben wir Edward, das Scherox. Und hier war entweder Viscogon oder Scherox gedacht, weil Viscogon hier eigentlich auch ganz gut in dem Matchup aussieht, muss ich sagen. Ich habe mich am Ende für Scherox entschieden, auch wenn er auf den ersten Blick weird wirkt, weil natürlich ist er eine Agrostella. Und Schwertanz Scherox erstmal komisch gegen Agrostella, denn der hat natürlich die Möglichkeit, mit Dunkelnebel gegenzuwirken. Falls er es aber überhaupt drauf hat, ist ja die Frage, ob dafür Platz da ist. Wird man sehen. Weil die Setup-Pokémon, die sonst eigentlich gut gegen ihn aussehen, jetzt nicht unbedingt
also Dunkelnebel ist da egal, ne? Also wirklich. Natürlich, wenn ihr mit Cheox rechnet, mit dem Setup-Set für der Dunkelnebel spielen. Aber tatsächlich, wenn ich ein Schwert dann rausbekomme, das bekomme ich gegen relativ viele Pokémon tatsächlich ganz gut raus. Also, ne, wir forcieren natürlich auch mit Cheox Switches, was wichtig ist. Vor allem auch gegen, also Roserade ist halt das beste Beispiel. Roserade macht man halt nichts. Ich habe halt auch die Brunusbeere, falls irgendwie Schlafbruder hat. Nachher habe ich die Brunusbeere vor allem auch für Siedewasser, Agostella, Irrlicht, Pumpkin, dies und das. Ne? Also da sind viele Sachen, wieso hier die Brunusbeere drauf ist. Und wenn wir hier ein Schwert ans rausbekommen, haben wir hier mit den drei Attacken die Möglichkeit, alles ganz gut anzuhauen. Patronenhieb ist wichtig für sowas wie Togekiss, macht guten Schaden gegen X-Bat und so weiter und so fort, gegen Roserade, klar. Wir haben dann noch Bugbite, also Käferbiss, was natürlich von Techniker profitiert. Und damit wir mit Catrunner nicht rauswechseln müssen, wenn wir sowas wie Lashoking weghauen wollen und so weiter und so fort. Und wir haben tatsächlich Sandgrab, weil Sandgrab auch von Techniker profitiert, zwar nur 85%ige Genauigkeit hat, aber dafür dann den Gegner trappt und man dadurch auch nochmal diesen passiven Schaden hat. Und ich kann dadurch Agostella trappen. Und das ist cool. So kann ich potenziell auch Matchup gegen Agostella gewinnen. Weil, wenn ich auf Schwertanz komme, bevor Agostella halt reinkommt, beziehungsweise Agostella kommt auf den Schwertanz rein und ich dann Sandgrab drücke und treffe, dann bin ich in einer sehr, sehr guten Situation. Weil, wenn er sofort Siedewasser drückt, dann ist das okay. Wenn er mich verbrennt, habe ich die Prunusbeere. Wenn er mich nicht verbrennt, noch besser. Wenn er auf Dunkelnebel geht, auch okay, weil ich schon guten Schaden bekommen habe, plus getrappt habe, plus passiven Schaden bekomme. Und so weiter und so fort. Und so kann ich dann dieses Matchup zum Beispiel gewinnen. Ist, by the way, auch gut gegen Stalos. Also ich habe mir überlegt, was ist der beste Angriff gegen beide, denn ich hatte nicht genug Platz und ich wollte auf jeden Fall Schwertanz haben. Und das war so ziemlich der beste Angriff. Und dann haben wir noch zu guter Letzt das Investment, volles KP-Investment, volles Angriffsinvestment mit einem harten Wesen, um einfach noch mehr Schaden zu machen gegen sowas wie Agostella und die letzten vier einfach Spezialverteidigung. Die Sache ist halt die, ich brauche kein Investment in dem Matchup, also wofür, ne? Togekiss outspeedet mich, kann mir einen Flammenwurf ins Gesicht klatschen, aber ich habe eh Patronenhieb, also passt das. Fulaosu outspeedet mich, X-Bad, Flampivian, Roserade outspeeden mich alle, ne, Voltaic auch. Pumpkin ist halt die Frage, was für ein Investment er da spielt, aber prinzipiell outspeed ich den halt auch. Und ja, Vulpix existiert halt noch, ja, klar. Aber sonst, ne, die anderen Pokémon sind halt alle lahm sonst. Stalos ist lahm, Agostella ist lahm, Lashoking ist lahm und das ist dann ganz praktisch. Ja, und das ist mein Team gegen Butterbrot. Das wird ein sehr, sehr interessanter Kampf, glaube ich. Mal schauen, ob das Cheox-Match, also das Cheox-Set aufgeht in diesem Match und auch, ob Alola Raichu so viel macht, wie ich es mir aktuell vorstelle, weil ich finde, dass der echt gut aussieht in dem Matchup. Also wirklich sehr, sehr gut. So, Leute, danke fürs Zusehen. Falls euch gefallen, lasst eine positive Wertung da. Wir sehen uns dann morgen im Kampf um 17 Uhr auf meinem Hauptkanal wieder am Donnerstag. Und das war's dann von mir. Bis dann und ciao.